herzlich willkommen hier auf der Produktronica 2015 am Stand von der EPP. Mein Name ist Sabine Koll und ich habe hier Herrn Matthias Wittmann zu Besuch, Geschäftsführer von Tower Factory in Friedberg. Herr Wittmann, was denken Sie, vor welchen Herausforderungen stehen Elektronikfertiger heute in Bezug auf Lagerlogistik in Ihrer Fabrik? Die Lagerlogistik hat eine ganz große Bedeutung gewonnen in Bezug auf Just-in-Time-Fertigung, Reduzierung der Lagerbestände in der Elektronikfertigung. Dabei spielen zweischichtige Materialversorgungen heute eine ganz große Rolle. Die zweischichtige Materialversorgung basiert auf einem Hauptlager und einem Produktionsversorgungsbereich. Wie wichtig, denken Sie denn, sind für die Unternehmen Flexibilität und Reduzierung der Bestände heute? Wie gerade schon erwähnt, die Reduzierung der Lagerbestände bedeutet einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil der Unternehmen. Material kostet Geld. Material, was in der Fertigung gelagert wird, sollte möglichst schnell der Bestückung zugeführt werden oder die Bestände entsprechend reduziert werden. Flexibilität ist ein weiterer ganz entscheidender Faktor, denn Fertigungen verändern sich ständig, sei es durch hinzugekommene Module in der Fertigung, durch weitere Bestücklinien, die im Bereich der Fertigung eingebracht werden, müssen Lagersysteme, die dort als Produktionsversorgungslager aufgestellt sind, jederzeit von einem zum anderen Ort transportiert werden können. Das Ganze im Idealfall einfach mit zur Hilfenahme eines Hubwagens ohne großartige Produktionsverzögerungen durchgeführt werden. Heute ist ja die Lagerlogistik in vielen Unternehmen schon an ERP-Systeme angebunden. Dennoch hört man immer wieder, dass es klemmt in der Praxis im Lager. Woran liegt das? ERP-Systeme haben den Überblick über die gesamte Produktion. Sie verwalten den Wareneingang, zeigen uns den theoretischen Materialbestand. Leider Gottes spielt das Wort Theorie hier eine große Rolle. In der Praxis, gerade in der Fertigung, driften die Materialbestände oftmals auseinander. Durch erhöhte Materialverbräuche im Bereich der Fertigung, durch fehlerhafte Rücklagerungen von Anbruchrollen steht Material oft nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Wenn diese Materialunterschreitungen erst sehr spät bemerkt werden, führt dies unter Umständen zu einem Stillstand am Bestückautomaten. Daher ist neben dem ERP-System als Planungssystem auch ein System auf Shopfloor-Ebene zwingend notwendig. Genau, und solches bieten Sie ja nun an mit Ihrer Firma Tower Factory. Wie genau sieht diese Lösung aus? Die Tower Factory hat sich an der Stelle komplett der Lagerlogistik verschrieben. Als Spezialist für die Lagerlogistik bieten wir Produktionsversorgungsläger an, automatisierte Systeme, die im Bereich der Fertigung Lagerinseln zur Verfügung stellen und das Material entsprechend dem Bedarf an der Linie zur Verfügung stellen. Diese Versorgungslagersysteme sind komplett in die Fertigung integriert und können gegebenenfalls auch mit dem übergeordneten ERP-System kommunizieren, sodass am Ende des Tages die Differenz zwischen theoretischem Materialbestand und tatsächlich vorhandenem Material im Bereich der Fertigung möglichst gering ausfällt. Besteht die Lösung aus mehreren Modulen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das von der Tower Factory angebotene Lagersystem, der S-Tower, ist ein modular erweiterbares System, frei konfigurierbar für verschiedene Rollengeometrien, aber auch geeignet für Materialien, die sich noch in der Dreipack-Verpackung befinden oder nicht genormte Gebindegrößen haben. Denn meist ist es so, dass hier Material in Rollenform der Fertigung zugeführt wird, jedoch Material, was nicht dieser Geometrie entspricht, außen vor bleibt und dann wieder neben dem Lagersystem, neben der Versorgungsinsel unkontrolliert in Regalen gelagert wird. Der Dreh- und Angelpunkt ist ein kontrollierter Materialfluss mittels Unique ID dokumentiert in die Fertigung einzubringen und ganz gezielt dann dem Bestückautomaten zur Verfügung zu stellen. Auch hier spielt der Barcode die entscheidende Rolle.
der Barcode auf der Rolle informiert die jeweiligen Systeme immer über den aktuellen Lagerbestand und gegebenenfalls über den Lagerort jedes einzelnen Gebindes. In der Vergangenheit, wie schon erwähnt, war es immer so, dass das Material im Wareneingang einmal aufgenommen wurde, dem ERP-System bekannt gemacht wurde und dann irgendwann seinen Weg in die Fertigung gefunden hat. Im Idealfall in der Fertigung verbraucht wurde und nicht mehr zurückgelagert werden musste. Heute ist es oftmals so, durch reduzierte Losgrößen, durch eine hochflexible Fertigung, werden Materialien immer wieder auch als Anbruchmaterial zurückgelagert. Dabei ist ganz entscheidend, eben die genauen Materialbestände zu kennen und vor allem eben den Lagerort des jeweiligen Materials zu kennen. Daraus entnehme ich eigentlich, dass es von der Größe wahrscheinlich völlig egal ist, wie groß ein Elektronikfertiger tatsächlich auch ist, oder? Also wenn es darum geht, völlig flexibel zu reagieren, Stichwort Industrie 4.0 wahrscheinlich, ja? Oder was sagen Sie, wer ist Ihre Zielgruppe? Unsere Zielgruppe ist als solches der EMS-Dienstleister, aber auch der OEM-Fertiger gleichermaßen. Es gibt hier nicht den klassischen Kunden für ein Lagersystem. Jeder, der in der Elektronikfertigung auf qualitativ hohem Niveau Leiterplatten fertigt, kann so ein System gewinnbringend einsetzen. Die Möglichkeiten, Materialbestände möglichst gering in der Fertigung zur Verfügung zu stellen und dennoch die Reichweite für die Aufträge der nächsten 24 Stunden oder der nächsten 5 Arbeitstage zur Verfügung zu stellen, ist ein Thema, das den kleinen Familienbetrieb als auch die hochmoderne Automotive-Fertigung betrifft. Die Möglichkeiten der modularen Erweiterung dieser Lagersysteme bedeutet wiederum für die Fertigung, dass gezielt zu dem aktuellen Produktspektrum Lagersystem oder Lagerkapazität an der Linie aufgebaut oder abgebaut werden kann. Was wiederum bedeutet, dass durch modulare oder durch Lagermodule jederzeit ein Lagerbestand an einer Linie abgebaut und an einer anderen Linie aufgebaut werden kann. Denn das Stichwort Flexibilität in der Produktion betrifft nicht nur den Output bei den Leiterplatten, sondern auch den Lagersystemen, die als Produktionsversorgungslager dort eingesetzt werden. Ihrer Erfahrung nach, wie schnell rechnet sich eine solche Lösung? Gibt es da Werte? Die einfachste Berechnungsformel an der Stelle ist die Bereitstellungszeit. Wenn man heute traditionelle Lagersysteme betrachtet, ob das nun Regalsysteme sind, ob das Paternoster-Lagersysteme sind, großvolumige, die sehr viel Material aufnehmen können, sprechen wir immer über Bereitstellungszeiten von 1 bis 2 Minuten. Wenn man ein automatisiertes Lagersystem betrachtet, dann sprechen wir über Bereitstellungszeiten von ca. 15 Sekunden. Bei modularen Systemen an der Stelle sogar teilweise im Bereich von 5 Sekunden. Daraus ergibt sich die erste Möglichkeit, eine ROI-Berechnung abzuleiten. Neben dem spielen aber noch viele weitere Faktoren eine Rolle. Die gezielte Zuführung von Material bedeutet, reduzierte Materialbestände in der Fertigung zu haben. Die Möglichkeit, über externe Dienstleister das Materialhandling komplett outzusourcen, denn in dem Moment, wo das Material in den S-Tower eingelagert wird, wird mittels der eingebauten Kamera der Barcode gescannt und im System verbucht. Damit ist ein eindeutiger Übergang gewährleistet vom Lieferanten an den Kunden. Weitere Wertschöpfungsmöglichkeiten hier wären unter anderem auch Vermeidung von fehlerhaften Anlieferungen an der Linie, der dokumentierte Übergang der Materialien bis hin zu Aufzeichnungen der jeweiligen Rolle. In dem Moment, wo das Material dort eingelagert wird, kann ein Image von der Rolle einem Traceability-System zugeführt werden. Also lässt sich nicht unbedingt alles monetär ausrechnen und
in Zahlen fassen, wann sich so ein System rentiert? Also das muss man wahrscheinlich im Einzelfall einfach bewerten dann, welche Faktoren eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist als Oberbegriff zu nennen die Bereitstellungszeiten, die reduzierten Bereitstellungszeiten, vor allem immer gleichen Bereitstellungszeiten der Materialien. Die anderen Faktoren sind qualitätsgetrieben, sehr unterschiedlich. Die Motive der Kunden, solche Systeme einzusetzen, sei es nun für die feuchtigkeitskonforme Bauteillagerung von Anbruchmaterial, nicht nur für SMD-Rollen, sondern zum Beispiel auch bei unserem System für Leiterplatten, für angebrochene Leiterplattenpakete, sehr mannigfaltig. Daraus ergibt sich ein breites Spektrum, was in der Regel in Gesprächen mit dem Kunden analysiert und entsprechend aufbereitet wird. Grundsätzlich kann man sagen, am Ende des Tages, nach 10 Jahren Erfahrung in diesem Bereich der Lagerlogistik, dieses System rentiert sich für nahezu jeden Anwender, jeden Dienstleister im Bereich der Bestückung, aber auch OEM-Fertiger. Okay, Herr Wittmann, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.